Der VfL Wolfsburg bekommt es an diesem 14. Spieltag mit dem Tabellenschlusslicht aus Wiesbaden zu tun. Die Hessen konnten bisher erst 2 Siege einfahren, während Wolfsburg mit 7 Punkten Rückstand auf die Playoffs noch gut im Rennen ist. Für die Wölfe beginnt Salzo an der PlayStation. Sein Kontrahent Bono in den rot-schwarzen Trikots gerät auch gleich früh in Rückstand. In der 15. Minute nutzt Salzo seinen ersten Torabschluss zur 1:0 Führung. Wenige Minuten später rettet der Pfosten für Bono, der hier von Anfang an schwer unter Beschuss steht. Das 2:0 lässt daher nicht lange auf sich warten. 28. Minute, Salzo mit einem schönen Backheel-Pass unhaltbar ins kurze Eck. Nach der Pause kann Salzo sogar noch auf 3:0 erhöhen. Der Wolfsburger über das gesamte Spiel klar überlegen. Und so wandern die ersten 3 Punkte auf das Konto der Niedersachsen. Auf der Xbox soll es der Wiesbadener Bremo besser machen. Sein Gegner in diesem Match ist Bene. Doch auch hier dauert es nicht lange, bis der VfL in Führung gehen kann. Bereits der erste Angriff in der 2. Spielminute sitzt, als sich Bene gegen 4 Verteidiger durchsetzen kann. Wiesbaden in der Folge sichtlich bemüht. Doch den schnellen Kontern von Bene hat Bremo in Halbzeit 1 nichts entgegenzusetzen. Das 2:0 in der 22. Minute. Beste Aktion von Bremo, ein Seitfallzieher kurz vor der Pause, der nur knapp das Tor verfehlt. Nach der Pause macht der VfL weiter Druck. Im gegnerischen 16er kann sich Bene den Ball munter zuschieben und erhöht auf 3:0. Am Ende fällt sogar noch das 4:0. Eine perfekte Vorstellung der Wölfe. Beide 1-gegen-1 Matches gehen an den VfL. Im 2-gegen-2 auf der Xbox bleiben die Aufstellungen unverändert. An der Dominanz des VfL Wolfsburg ändert sich dadurch letztlich nichts. Der Siegtreffer der Niedersachsen in der 67. Minute besiegelt den souveränen 9:0-Sieg nach Punkten. Wiesbaden bleibt damit das Schlusslicht der Liga. Wolfsburg klettert durch den Sieg auf Platz 8 und ist nun nur noch einen Punkt von den Playoff-Plätzen entfernt. Weitere Highlights der Virtual Bundesliga gibt's auf esports.com und der offiziellen VBL-Seite.